Also ich bin der Jürgen, ich habe Kinder, ich bin Pflegevater und eigentlich komme ich vom Bau. Bin dann durch meine Kinder und Pflegekinder, habe ich die Branche gewechselt und bin dann dadurch, dass mein Kleiner ein bisschen verhaltensauffällig ist, bin ich dann irgendwo hier gelandet. Ich habe was gesucht mit EMDR-Ausbildung und dergleichen, weil mein Justin ein bisschen traumatisiert war, wo er zu mir kam. Und um da weiter zu bearbeiten zu können, wollte ich was lernen. Und das hat sich alles gut angehört, war in der Nähe, im Gegensatz zu allem anderen, was sonst so ist. Ja, und ich muss sagen, also ich hätte niemals erwartet, was da alles bei rumkommt und was ich auch an mir selber alles bearbeiten kann. Nee, ehrlich, wirklich, das ist Hammer. Wie einfach das geht und vor allen Dingen, ja, vor allem, dass das bei mir funktioniert. Da habe ich gedacht, dann, also bei Kindern kann das ja überhaupt kein Problem sein. Wenn so ein altes, kaputtes Teil wie ich da irgendwo repariert werden kann, dann kann beim Kind ja nichts Schwieriges sein. Herrlich. Einfach herrlich. Die Stimmung ist einfach herrlich. Es ist super. Wir verstehen uns alle blendend. Das hat... Ich weiß nicht, wer da die Karten gemischt hat. Auf jeden Fall passen die alle wie... Sag ich jetzt nicht. Wenn mir Kinder entgegenkommen, die von der Schule kommen oder sonst wo, also die wenigsten davon sind glücklich. Und da sind ganz viele, die, wo man sagen kann, dem sieht man das Unglück jetzt schon an, obwohl es gar nicht so sein dürfte. Ich war bei uns... Ich bringe meinen Kleinen immer zum Schulbus. Bei uns nebenan ist auch direkt eine Schule. Und da kam mir, ich weiß nicht, Erst- oder Zweitklässlerin kam mir entgegen mit ihrer Mutter und das Kind war ganz geknickt. Und ich habe gefragt, was ist denn los? Die kannte ich schon so ein bisschen vom Sehen. Da hatte die schon panische Angst vor einer Englischarbeit in der Grundschule.